Umbau der Harzsparkasse. Die Eröffnung rückt näher. In der Geschäftsstelle Westendorf der Harzsparkasse in Halberstadt laufen die Umbauarbeiten momentan auf Hochtouren. Das ist kaum zu übersehen. Die Geschäftsräume werden umfangreich modernisiert und nach 15 Jahren erneuert. Dieser Bau, den wir bisher hatten, also unsere Geschäftsstelle, die gibt es so in der Form oder gab es in der Form bereits seit über 15 Jahren. Und da haben wir gedacht, Mensch, wir wollen für die Kunden und letztendlich auch dann für uns einfach mal eine moderne Geschäftsstelle gestalten. Und deswegen haben wir jetzt die Bauarbeiten, um diesen Servicebereich für unsere Kunden umzuarbeiten. Durch die umfangreichen Erneuerungsarbeiten entstehen großzügige Informations- und Wartebereiche für die Kunden. Neben ansprechenden Farben und Formen wird hier viel Wert auf moderne Ausstattungselemente gelegt. Wir werden diesen geschlossenen Bereich, den wir bisher hatten, öffnen für die Kunden, weil wir sind der Meinung, wir haben hier nichts zu verbergen. Wir können das Ganze transparent gestalten. Und wir haben eine Kundenlounge entworfen, das heißt da, wo die Kunden sich auch aufhalten können, in der Zeit, in der hoffentlich wenigen Zeit, in der sie auf die Berater warten. An dieser Stelle befindet sich demnächst der große Service Point, an dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kunden empfangen. Obwohl momentan noch gesägt, gebohrt und geschraubt wird, liegen die Bauarbeiten voll im Zeitplan. Hier entsteht eines der zahlreichen Deckensegel. Also ich bin ganz froh, wir sind im Limit. Wir haben hier ganz viele Bauarbeiter schon kennengelernt, viele Gewerke sind hier vor Ort und es geht jetzt fast dem Abschluss zu. Das heißt, die Eröffnung steht bald bevor und wir haben also jetzt schon die Grundfläche, also sprich den Teppich erneuert. Wir haben also auch schon gewisse Geräte installiert, die Bestuhlung, die steht schon in den Nachbarräumen und die Decke ist auch erneuert worden, zumindest malerisch und farblich. Und also die Möbel, die kommen auch heute. Also es ist immer jeden Tag hier was los. Man kann sich immer von Tag zu Tag eigentlich überraschen lassen, wie sich der Bau dann auch entwickelt, so zum Ziel der Eröffnung hin. Während die Bauarbeiter letzte Handgriffe anlegen, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, damit sie die neue, moderne Technik sicher bedienen können. Damit die Kunden weitestgehend vom Lärm und Schmutz der Bauarbeiten verschont bleiben, wurden im Vorfeld Trockenbauwände aufgestellt. Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kleinen aus verschiedenen Kindertagesstätten haben bunte Bilder gemalt und sie eingereicht. Eine Jury hat die bewertet und die besten Arbeiten prämiert. Also es passte ganz gut dazu. Wir haben dann, als wir hier mit dem Umbau begannen, diese Wände aufgestellt, einfach auch um den Schmutz vor der Kundschaft halt fernzuhalten. Und die Wände, wenn man das so sieht, die sehen ja nicht so gerade formschön aus in dieser Farbe, die waren so ein bisschen trist. Und deswegen haben wir dann halt gesagt, Mensch, was können wir denn machen, um das alles ein bisschen farblicher zu gestalten, ein bisschen bunter. Und ja, wir haben ja nun in unserem Einzugsgebiet viele Kindergärten und Schulen, Grundschulen vor allen Dingen, die wir ermutigt haben, einfach mal ihre Sparkasse zu zeichnen, wie sie ihre Sparkasse sehen, wie sie uns also sehen. Und das haben sie halt gemacht. Und das Resultat sieht man hier. Wir haben daraus einen Wettbewerb gestaltet, woraus wir dann auch noch Preise ausgelobt haben. Und das waren, ja, wie man sehen konnte, an dem Tag der Auslosung ganz, ganz viele Kinder hier. Also das war richtig voll, also das war richtig schön. Also auch nochmal ein buntes Bild mehr. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, dann wird die umgebaute Geschäftsstelle feierlich eröffnet. Bis dahin können sich die Kunden über ein paar bunte Farbtupfer freuen. Die kreativen Arbeiten werden später auf die Geschäftsstellen der Harzsparkasse aufgeteilt und verschönern dort die Räumlichkeiten.